Andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten. Und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind. Alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind. Hallo Moleküle und hallo Quanten, alles was es gibt, ruf ich auf, um hier zu tanzen. Hallo Kultura! Zum Quadrat. Es ist 16:01 Uhr. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört eine Sendung Kultura zum Quadrat, was auch bei Mutterfunk dem freien Radio Rhein-Neckar auf den Frequenzen 89,6 und 105,4 zwischen Mannheim und Heidelberg über den Äcker ausgestrahlt wird. Besucht auch unsere Webseite www.bermudafunk.org. Dort kann man uns über den Livestream auch empfangen. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? Look of love! Es ist der 22. Januar 2022 und so aufgeregt wie heute war ich, glaube ich, noch nie. Wir haben es überhaupt verpasst zu fragen, ob wie ihr euch hier ins Bermudafunk reingehackt habt. Sag das nochmal. Ich wusste den Code. Du wusstest den Code. Und du bist einfach mitgegangen, Shantin. Yes. Ja, also gut. Das haben wir hinter uns. Wir haben das zwar gesagt, aber eine Minute zu früh. Das ist nicht rausgesendet worden. Aber jetzt. Yes. Jetzt haben wir es. Gut. Also gut. Für die heutige Sendung. Was habe ich denn? Für die heutige Sendung habe ich mal zwei Musiker wieder eingeladen. Die eine R&B-Karriere gestartet haben, zumindest die Sängerin, und sitzt neben mir und wartet auf ihren Einsatz. Für alle, die uns noch nicht kennen, erläutere ich, dass sie in der Sendung Kultura zu Quadrat verschiedene Künstler aus dem Raum Rhein-Neckar zu Wort kommen lassen, die über sich, ihre Kunst und ihren Beweggründen, warum sie die Kunst machen, mit mir darüber sprechen werden. Und die Sendung wird jeden zweiten, vierten und fünften Samstag im Monat neu produziert, natürlich immer dann um 16 Uhr. Und mein Name ist Michael Stepaniak, auch als Shampoos bekannt. Außerdem ganz wichtig und ganz neu. Die Sendung wird mittels Kameras aufgezeichnet und spätestens morgen auf dem Kanal Kultura und das zweite Wort Bermudafunk veröffentlicht. Kultura natürlich wieder mit C geschrieben. Wenn ihr selber hier bei mir im Studio befragt werden wollt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schickt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de. Kultura wieder mit C geschrieben. Natürlich könnt ihr uns hier im Studio anrufen. Nein, heute sage ich die Nummer nicht. Heute bin ich zu aufgeregt. Ey, heute geht. Wenn es am Anfang ein bisschen schief geht, da habe ich Angst, dass diese komplette Sendung in den Eimer ist. Nein, das klappt schon. Also ihr helft mir schon bitte, ja? Ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie zittere ich heute. Das ist vielleicht, wenn so klasse Leute hier neben mir sitzen, die was zu sagen haben und ich vielleicht Angst habe, nicht die richtigen Fragen stellen zu können. Aber nein, das kriegen wir locker hin. Ja, Mann. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, begrüßt mit mir hier im Studios von Bermudafunk in der alten Feuerwache eine der göttlichsten R&B-Sängerinnen, die es in Deutschland gibt, Shanti Noreen aus Landau und jetzt in Mannheim. Yeah, Shanti! Hi! Gott. Und bist du genauso aufgeregt wie ich oder nimmst du alles so locker von Hocker? Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Also ein bisschen gewisse
Also ich würde nicht sagen Aufgeregtheit, aber ich bin da, ich bin Präsenz, sagen wir es mal so. Und ich meine, du bist ja schon was Besseres gewöhnt, du warst ja schon im Fernsehen, muss man von vornherein schon sagen, ist so ein kleines Studio dann nichts so Besonderes, oder? Doch, das ist immer besonders. Über Musik zu sprechen ist immer besonders, egal wo. Ja. Und hier ist es sehr schön, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, ich liebe es hier zu sein. Ich liebe es aber nicht, aufgeregt zu sein. Ich bin froh, wenn die Sendung irgendwann mal vorbei ist. Also gut. Dann fällt mir der Stein vom Herzen und ist gut. Also gut. Wir reden heute über dich und über. Wir werden gleich erfahren, wie gut du singst, weil wir werden heute hier Live-Konzerte hören. Du wirst hier mit Matthias zusammen singen. Matthias war schon mal hier in der Sendung. Er weiß zumindest, wie es hier der Ablauf ist. Aber jetzt will ich mal was von dir hören. Wie hast du überhaupt zur Musik gefunden? Wie? Gott, das war in ganz, ganz frühen Jahren, ich glaube mit 9. Ich habe nie ein Instrument lernen dürfen damals und war dann zu Hause in meinem Zimmer und habe Musik gehört und habe mich da am wohlsten gefühlt. Also ich habe mich wirklich verstanden gefühlt. Ich habe viel Tic-Tac-Toe gehört damals. Cool. Da konnte ich auch noch kein Englisch, ne? Ja. Und ach, die haben ja auch Deutsch gesungen, oder? Genau, von daher habe mich da sehr verstanden gefühlt und für mich war das schon immer was ganz Besonderes, wenn man sich so ausdrücken kann und auch wenn es vielleicht eine ganz andere Sprache ist, du verstehst das Gefühl und du fühlst dich aufgefangen mit dem Gefühl, die dieser Song transportiert. Was gibt es denn Schöneres? Na gut, aber irgendwann mal hast du dich entschlossen, raus aus dem Badezimmer in eine Konzertsäle zu gehen. Weißt du noch den Moment? Ja, das war tatsächlich relativ spät, würde ich sagen. Das erste Mal im Studio war ich mit 18. Da habe ich angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben. Uiuiui. Aber das erste Mal auf der Bühne war ich mit den dicken Kindern aus Landau. Also schon sofort hier so Promis an die Seite genommen, richtig geil. Also ja, das war auch krass, ich war total aufgeregt. Ich war wer kennt eine die dicken Tomate. Kinder vom Landau? Das sind von bei Stefan Raab war das oder bei? Nein, das war Harald Schmidt war das. Harald Schmidt. Ja, bei Harald Schmidt waren die dicken Kinder aus Landau, gut. Und du hast mit denen, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir über die Anfänge sprechen, das ist der nächste Block. Ja. Und davor will ganze Mannheim, ganzes Heidelberg und alles, was dazwischen ist, wissen, wie gut du singst. Und ich natürlich auch, obwohl ich habe schon was gehört, aber jetzt kommen ihr. Matthias Können und Shanti Norin. Shanti Norin könnt ihr natürlich ihre Adresse finden, also www.Norin mit 2 E, Norin-Music, Englisch geschrieben, mit C am Ende, .com. Also nochmal, www.Norin-Music.com. Und jetzt, die beiden, Shanti Norin und Matthias Können, spielen für uns was. You from all the bad things. People are looking out for victims. You gotta be strong. You gotta be strong. Even though the world wants to point at you, accusing you to be someone who is clearly not you. You gotta be strong. You'll be the happiest girl alive.
them haters, lonely prisoners, empty lives, trying to pull down angels like you are destined to shine. You are destined to shine. You are destined to shine. Fuck them haters, those prisoners of their own empty lives. Fuck them haters, those prisoners of their own empty lives. Fuck them haters, those prisoners of their own empty lives. You were destined to shine. So Matthias Können. Alter, wie geil. Super. Nochmal Applaus. Ihr seid wirklich genial. Und du, Alter. Dankeschön. Also wunderschön hast du es gesungen. Und man hat es gesehen und gespürt, wie emotional du das alles aufnimmst. Also richtig klasse. Selbst geschrieben? Alles, ja. Yeah, das lobe ich mir, wenn Leute selbst... Also der Beat, falls Theme das irgendwann hört, ist von Theme 77 aus Heidelberg. Ja gut, heute haben wir kein Beat gehört, aber normalerweise, wenn du das auf... Normalerweise hört man auch noch den Beat. Deswegen heißt die Musik R&B, bedeutet? Rhythm and Blues. Rhythm, das ist wirklich Rhythm, ich dachte Rhythm and Beat. Rhythm and Blues. Ah. Deshalb auch, also Blues... Ja, auch von dem Ausdruck, ey, I feel the blues, I feel sad. Like, also ich fühle mich emotional und deswegen auch dieser starke Ausdruck. Also wenn R&B nicht mehr Rhythm und Beat heißt, sondern Rhythm und Blues heißt, heißt das, wir kommen back to the 60s, zurück zu den zu Janis Joplin. Mhm. Fühlst du dich in der Musik verbunden? Oh, das höre ich auch sehr gerne, aber ich bin eher bei den neueren Sachen tatsächlich. Aha. Okay, ja. Also gut. Das heißt, wir reden wieder über Blues. Ich finde das klasse, dass wir wieder beim Blues sind. Also gut, jetzt hast du dich entschieden, jetzt mal dein Talent der Menschheit zu zeigen. Und wie hast du es angestellt? Das war ein langer Weg. Ja. Also am Anfang wäre es mir am liebsten gewesen, ich mache einfach Musik und keiner sieht mich und ich mache das hinter der Tür und ich muss mich gar nicht zeigen. Das wäre für mich damals am besten gewesen und dann dachte ich, nee, so kann ich das vergessen. So wird das nichts mit der Musikkarriere. Ich muss lernen, auf die Bühne zu gehen, das auszudrücken, was ich auch hinter verschlossenen Türen normalerweise mache, öffentlich, während Leute dich angucken. Das war für mich eine riesige Hürde. Ja. Riesengroß. Weil du hast das probiert und das ging nach hinten los oder warum? Naja, nach hinten los. Nee. Sagen wir mal so, dass du irgendwelche Eltern hattest, die dich ständig kritisieren oder sowas? Also ich durfte, singen durfte ich, das durfte ich schon. Nee, die haben, also was Singen gut. angeht, da haben sie mich nicht kritisiert, ah, okay. Nee. Also gut, hast du dich getraut? Wie hast du es gemacht? Wo bist du hingegangen? Ja, also einfach viel gesungen und überall, wo es ging, angefangen, Karaoke-Bar, zu Hause total viel, dann bei Freunden. Als ich 14 war, habe ich meinen besten Freunden
was vorgesungen. Mhm. Also wie man halt so anfängt. Ja. Und dann einfach so viel gemacht, wie es geht. Und naja. Aber irgendwann mal hast du den Matthias kennengelernt, der dich immer wieder begleitet, oder? Das ist immer so der Hafen, wenn du hier zurück in Mannheim bist, in Heidelberg, da ist immer der Hafen, ist Matthias, der dich dann immer wieder irgendwo begleitet. Ja, also ich muss sagen, ich bin vor 3 Jahren, das ist jetzt glaube ich, von Barcelona zurück nach Deutschland gezogen. Und ja, da habe ich Matthias auch als einer der ersten Musiker hier kennengelernt. Und im Palü haben wir uns dann das erste Mal gesehen. Wie immer im Palü. Ja, ja, wir reden wieder über Palü. Palü ist Heckenheim, ist ein Keller, wo immer wieder mal Jam-Sessions stattfinden, Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen. Und dort hast du gesungen. Dort hast hat dir jemand gesagt, geh dorthin, zeig dich mal. Mit meiner ersten Band war das, mit meiner allerersten. Und dann haben wir da ein paar Songs performt und ja, und dann... Hat sich Matthias abgeworben von der Band. Ja. Und dann, genau, ist Matthias auf mich zugekommen, ob wir im Rahmen von anderen Sachen auch mal was machen können. Da habe ich gemeint, ja, total gerne. Und ja, ich fühle mich einfach total wohl, wenn Matthias spielt. Also da ist immer einfach auf einer Wellenlänge. Gut. Du, Matthias, hast du Probleme, in diesen Stil reinzukommen? Nee, gar nicht. Also ich glaube, ich bin ein bisschen leise, so jetzt. Nee, überhaupt nicht. Also ich mag es total gerne. Also ich mag ja viele Richtungen, wie du weißt. Ich mache Jazz und Rock, Blues, klar. Und R&B und Soul höre ich total gerne. Und das finde ich sehr spannend, mit ihr das zu machen, auch in dieser Form mit Gitarre. Zu schauen, wie kann man ihre Songs, die ich ja von der CD auch kenne, so umsetzen. Das ist total interessant. Auf jeden Fall. Gut, dass du es angesprochen hast. CD. Was ist dazu zu sagen? Mit wem hast du CD aufgenommen? Mit deiner Band? Nee, also da hatte ich noch gar keine Band. Also meine Band für meine eigene Musik, die hat sich dann erst in Hamburg gegründet. Mhm. Aber da habe ich mich mit verschiedenen Produzenten zusammengesetzt. Hört. Und einen Song davon habe ich auch selber komponiert, den ersten, Silence. Ja, also auf jeden Fall alles selber geschrieben und in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Musikern und Produzenten aus der Region tatsächlich. Hm. Ja. Und selbst komponiert, Text und auch Melodie? Ja. Eieiei. Also ich meine Gesangsmelodie, Text und Gesangsmelodie und was den Beat angeht, das Instrumental, da haben wir uns dann zusammengesetzt. Cool. Ist natürlich von... Fällt dir das einfach? Song zu Song unterschiedlich? Ja, nee, das, ja. Also manchmal sprudelt's, da hat man dann schnell einen Song fertig. Da weiß man, die Muse hat einen gekiezt. Ja, aber manchmal dauert das einfach. Mhm. Also da waren jetzt Songs dabei, die waren ein Dreivierteljahr in der Schublade und ich habe nur auf den Beat gewartet, der irgendwie dazu passt. Mhm. Oder auf irgendwas anderes, um ihn fertig zu schreiben. Oh, yeah, yeah. Und manchmal dauern die Sachen zu lang, man darf die halt nicht vergessen. Dann hat man noch so im Hinterkopf, da habe ich doch noch einen Text oder da habe ich doch noch eine Melodie oder ein Thema. Und dann muss man das auch wieder finden unter all den ganzen Sachen, die man dann geschrieben hat. Und dann, ich meine, warum bist du nach Hamburg gegangen? Wegen Musik oder hast du einen anderen Grund gehabt, so Studien oder was auch immer? War das so? Nee. Das war schon Ziel, Musik? Auf jeden Fall. Ich habe immer nebenbei Musik gemacht oder dann eben semiprofessionell. Und dann dachte ich, das war auch tatsächlich der Unfall von einer Freundin, der hat mich auch da ein bisschen wachgerüttelt. Da kam mir so der Gedanke, ich wollte doch noch was machen, ne? Mhm. Ich wollte doch noch Sängerin werden in diesem Leben. Also so voll hauptberuflich. Und das habe ich dann auch als Anlass genommen, das nicht mehr weiter aufzuschieben. Gut, aber... Man weiß, du packst ja deine Tasche und steigst in den Zug und landest in Hamburg. Wusstest du, wohin du gehst eigentlich? Wusstest du, was dich erwartet? Also, ich habe gehofft, dass es gut läuft. Ich habe gehofft, dass es einfach das Richtige ist und das war es dann ja auch im Endeffekt total. Also, da hat jemand auf dich gewartet in Hamburg, der dich geführt hat, oder nicht? Nee, also ich kannte da keinen. Wie stellt man sich das vor? Du bist in Hamburg im Hotel und dann suchst du nach Anschluss oder wie? Nee, ich habe von hier aus die Wohnung organisiert
Also ich habe das ja schon mal ein paar Mal gemacht. Ich bin von Landau nach Stuttgart gezogen, von Stuttgart nach Barcelona, von Barcelona nach Landau und von Landau nach Hamburg. Und da sucht man sich einfach, oder da habe ich mir vorher eine Wohnung gesucht. Mhm. Und dann bin ich einfach umgezogen. Gut. Und von da aus, ich kannte da keinen, außer meine Großeltern. Die haben 40 Kilometer von da entfernt gewohnt. Aber ansonsten keine Musiker. Ich kannte da einfach wirklich keine Socke. Und da habe ich bei null angefangen, aber ich habe damit kein Problem. Wenn ich mir sicher bin, dass es richtig ist, dann klappt es auch. Gut, aber da musstest du jetzt die Leute finden. Du musstest das Ganze. Wer hat dir dabei geholfen? Tante Google oder? Facebook tatsächlich. Facebook. Also Social Media. So, also da muss man sagen, zum Glück gibt's das, weil ich bin mitten während der Corona-Pandemie gekommen. Mhm. Und wie gesagt, ich kannte da keinen und ich kann ja schlecht im Supermarkt reinlaufen und sagen, hey, hallo, machst du Musik? Ja, genau. Willst du mal Musik machen? Das ist schlecht an der Kasse, ja. Und von daher habe ich einen Aufruf gestartet, ein kleines Video aufgenommen, in die Musikergruppen in Facebook reingestellt, habe gesagt, hey, hier, ich bin in Hamburg, ich will Musik machen. Lass mal treffen. Gut. Ja. Und da waren sofort dabei fähige Leute oder gab es darunter auch Leute, mit denen du keine Musik machen wolltest? Also ein paar Leute konnte man natürlich aussortieren, das war halt nichts. Aber da waren viele dabei, die waren auch gut und die hatten auch richtig Bock. Und ja. Gut. Ja, bin sehr froh. Und da muss man mal sagen, dass du dann in dem Moment, wo du nach Hamburg gezogen bist, dir einfach gesagt hast, ich mache das jetzt hauptberuflich. Genau, deswegen bin ich nach Hamburg. Deswegen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst, ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Es hat jetzt alles schon lang genug gedauert. Wenn ich mir jetzt überlege, was hat alles passieren müssen, dass ich das endlich wage, dass ich mich traue, da einfach hinzuziehen, zu gucken, was passiert, darauf zu vertrauen, was ich kann und darauf zu vertrauen, dass ich lerne. Und ja, ich kann nur sagen, just do it, just do it. Naja, aber ich kann sein, dass du zu einer privilegierteren Charge der Menschen gehörst. Gibt es da Leute, die dich da irgendwie unterstützen, finanziell und sowas? Oder machst du das alles komplett alleine? Nee, das mache ich alles selber. Das ist krass. Also finanzieren, ja, für nichts kommt nichts. Also ich muss schon immer arbeiten. Ich arbeite, seit ich 15 bin. Mhm. Also geschenkt wird mir nichts. Geil. Von daher. Also nicht geil, leider. Ja, ich meine, aber im Endeffekt, selbst wenn man aber auch Unterstützung kriegt, ist es ja eine schöne Sache, aber an sich die Arbeit dahinter bleibt ja die gleiche. Mhm. Ja. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass du das beruflich jetzt machst. Dass du nicht nur für die Musik lebst, sondern auch von der Musik lebst. Ja, genau. Es hat sich schon eingependelt. Ja, ja, aber jetzt ist natürlich wieder der nächste Schwall von C-Punkt. Ja. Also es ist jetzt definitiv, es ist nicht leicht, ja, wirklich nicht. Aber vor allem muss man sagen, du hast eine wunderschöne CD aufgenommen. Ich zeige sie jetzt mal in Kamera. Natürlich, das ist nur für die Leute, die jetzt mal auf YouTube umswitchen, beziehungsweise erst morgen, weil es dann wird das Video fertig sein. Du hast eine CD aufgenommen und wobei... Es ist kompliziert mittlerweile geworden, weil kaum Leute kaufen CDs. Fast alle Leute haben nur Streams. Und vom Streamen kann Musiker nicht leben, weil der bekommt das Geld nicht von den. Vom CD hättest du womöglich 1 Euro bekommen für pro verkaufte CD. Beim Stream bekommt man da kaum was. Also nicht mal die Großen, ja. Mhm. Und siehst du da die Zukunft der Musik irgendwie schwarz, dass die Musiker irgendwann sagen, Alter, wenn ich jetzt kein Geld bekomme von Streams, dann kann ich davon nicht leben, Tschüssikowski? Ich gehe jetzt in die Fabrik? Also, nee. Nee, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel durch Radio kriegt man ja auch was oder durch, für mich am meisten, Live-Auftritte. Mhm. Auftreten ist wirklich die Devise. Und ich habe Hoffnung, dass das Ganze sich auch wieder dahin entwickelt, dass CDs mehr gefördert werden. Oder ich persönlich, ich mag total Vinyls, also Schallplatten. Die haben einfach, deswegen habe ich auch diese CD pressen lassen. Ja, und das Material. Da ist richtig viel Arbeit drin und Liebe. Und da sind die Lyrics alle drin und Fotos. Und da sieht man nochmal die ganze Geschichte zu den Songs. Die haben ja richtig Bedeutung. Und ich fand es damals halt immer schön, eine CD in den Händen zu halten, die Fotos mir anzugucken, die Lyrics mir anzuschauen. Natürlich. Das hat viel mehr
viel mehr Tiefgang. Und ich hoffe, die Leute durch Meditation und Yoga bewegen sich irgendwann auch wieder dahin, dass sie sagen, ja, ich möchte gern mehr. Ja. Ich möchte gern mehr und nicht nur das Oberflächliche, was schnell abgefüttert ist. Nein, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Richtig. So kenne ich das nämlich auch, dass man sich mit der Musik so richtig befasst hat. Weiß nicht, woran es liegt, aber wir haben wirklich damals auch nur die Texte gelesen. Wir haben auch die Schallplatten, aber da waren große Schallplatten. So, da gab es womöglich auch ein Poster drin und so Sachen. Ja. Es ist tatsächlich nicht einfach. Ich sehe schwarz für die Musik. Man muss sich immer wieder was überlegen, wie man an die Leute rankommt. Weil es geht eigentlich darum, dass die Leute einen mögen, ja. Und kaufen und besuchen und sowas. Und nicht nach zwei Konzerten sagen, ja, die habe ich schon zweimal gesehen. So, wir wollen doch drittes Mal sehen, ja. Gott, oh Gott, schwierige Sache. Ja, da gibt es alles Mögliche auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal gleich mal was spielen werdet. Das macht ihr noch, oder? Plus zur CD-Aufnahme. Kannst du noch mal uns erklären, wie nimmt man eine CD auf? Das war Learning by Doing. Also wirklich, ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe auch keinen gefragt. Ich war damals noch in der Phase, da habe ich ungern nach Hilfe gefragt und dachte, ich muss das jetzt alles selber irgendwie machen. Und boah, also wirklich Learning by Doing. Also das heißt, du hast es nicht immer im Studio gemacht, sondern zu Hause aufgenommen? Nee, doch schon im Studio, aber dann hast du da 1000 Spuren und musst überlegen, okay, wie will ich die Basslinie haben, wie will ich die Drums haben? Du musst ja jedes einzelne Instrument, musst du dir überlegen, wie du das haben möchtest, in dem Ablauf, den du dir überlegt hast. Ja. Also, jo. Gut, das hast du dann gelernt mit im Studio, da waren natürlich aber Leute auch dabei, die sich da auskannten, die dir ein bisschen geholfen haben, oder? Naja, gut, ein Produzent. Meistens war es immer eine Person. Ah, Produzent, sagst du? Ja. Das ist interessant. Was ist ein Produzent? Was ist ein Produzent? Ja. Weil ich habe immer wieder gehört, so, dass ein Produzent irgendwie den Klang sich ausgedacht hat und der Musiker hat sich einfach an das gehalten, was so wie Regisseur. Ist das ach, so? Ach, das ist aber wieder was anderes. Nein, ist das alles gut. Dann, das ist Produzent im Sinne von Komponist. Aha, okay. Ja, also das gibt's da gibt es bestimmte Definitionen. Aber dein Produzent hatte nur Aufgabe, das technisch umzusetzen, oder wie? Das kommt drauf an. Das kommt wirklich, das seht ihr aber auch zum Beispiel bei den Credits von Song zu Song unterschiedlich. Manchmal gab es den Beat schon, da hat der Produzent den Beat schon fertig gemacht, nur noch angepasst auf meine Lyrics. Mhm. Das andere Mal habe ich die Linie geschrieben. Mhm. Und dann gab es auch noch, zum Beispiel bei Feel Free, beim Original, waren wir zusammen, haben uns hingesetzt und dann ist der Beat zusammen entstanden. Genau. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Da gibt es gar kein Schema F. Ich meine, Matthias kann da mit Sicherheit auch ein Lied von singen, wenn er eigene Sachen macht. Da gibt es gar kein Schema F, oder? Und gibt es eine Plattenfirma? Ja, Gottchen. Es gibt eine Plattenfirma, die sich für deine Platte dann interessiert hat, oder wie? Das wurde... ja, tatsächlich, aber das habe ich dann nicht wahrgenommen. Nee. Soll ich jetzt Werbung machen für dich? Ja, mach mal. Ist das alles in deiner eigenen Regie entstanden oder hat sich tatsächlich eine Plattenfirma dir angenommen und auch die Werbekosten übernommen und sowas? Das hätte es gegeben, aber das bin ich nicht eingegangen. Ah, weil die wollten. Die Konditionen dann haben mir dann nicht so. Da hätte ich ein paar Rechte abgeben müssen. Mhm. Wollte ich nicht. Das sind meine Babys. Die Songs sind so krass emotional und so persönlich, dass ich da jetzt nicht die Rechte abtreten wollte für ein bisschen Produktionskosten. Und in Hamburg gibt es genug Leute, die eigene Label gegründet haben. Letztes Mal habe ich irgendwie was darüber gehört. Bist du auch so weit, dass du sagst, ich mache mir mein eigenes Label und vertreibe die? Muss man das nicht? Muss man nicht. Ehrlich gesagt, gar keine Lust. Nee. Okay. Ich fokussiere mich da lieber auf Konzerte. Auf Konzerte, auf Singen, auf selber schreiben, anstatt auf den Vertrieb. Ich meine, wir müssen ja, oder ich mache schon so viel Social Media mäßiges, Webpage, alles Mögliche, Akquise. Also irgendwo ist dann auch gut. Also ich finde es gut, wenn man sich auf seine Kernkompetenzen fokussiert. Gut. Und das ist für mich Musik und halt ein bisschen Social Media, weil ich muss.
Natürlich in der Corona-Zeit ist es nicht einfach, Konzerte zu organisieren. Ihr habt das aber trotzdem hingekriegt. Immer wieder mal Konzerte. Hier zum Beispiel, gestern hast du irgendwo gespielt, heute spielst du irgendwo. Genau, vorgestern, gestern und heute. Das heißt, du bist jetzt kurzfristig mal hier in den Süden wieder gekehrt. Ja. Du wohnst ja immer noch in Hamburg. Mhm. Und jetzt kommst du da und sofort zack, Konzerte. Wie geht das? Planung. Krass. Planung und wenn man schon wo... Network. Wenn du schon irgendwo gespielt hast, dann ist es bestenfalls so, dass die Leute sagen, oh, okay, du warst gut, du darfst nochmal kommen. Mhm. Oder du darfst gerne nochmal kommen. Und dann, man muss sich natürlich aber auch erstmal beweisen. Mhm. Und gab es da genug Leute im Publikum? Wo? Gestern? Weil, wegen Corona meine ich ja. Da lassen die doch nicht so viele Leute rein, oder? Oder wie ist das dann? Also, ja, Matthias. Man hört mich, ja. Mhm. Ist euch besser. Also wir hatten ja auch vorgestern oder so gespielt mit einer Band, die ich da noch zusammengetrommelt habe. Mega Auftritt und so. Im Café Art war das in Waldorf. Und da geht halt 2G plus, klar. Und die haben trotzdem noch vorne ein kleines Testsender gemacht. Mhm. Ist halt so. Aber ich muss sagen, wenn du da drin bist, hast du ein gutes Gefühl. Mhm. Weil es einfach okay. Du bist einfach safe. Und weißt, ja, aber viele Leute sind da nicht im Publikum. Wie das, sagst du? Und das war, der Laden war gut besucht. Nicht proppevoll, aber gut besucht. Cool. Also war es nicht so, dass wir 5 Hansels rumhaben. Nö, war echt okay. Toller Abend. Also war super. Und der Magnet bist du, ist deine Stimme. Die Leute kennen dich jetzt schon mittlerweile, ja? Oder sagst du R&B-Sängerin? Oder sagst du schon komplett deinen Namen? Shanti Noreen? Also, in dem Sinne, wie soll man das sagen? Ich finde... Wenn du so fragst, denke ich an Beyoncé oder Pink. Die machen ihr das Einnahme und die Leute kommen dann zu den Olympiastadien. Ja. Das ist jetzt bei mir noch nicht so. Okay. Und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann so sein wird, dass ich ein Olympiastadion füllen kann. Ich weiß nur, ich liebe es, Musik zu machen. Mhm. Ich brenne dafür. Und die mich hören, die sehen dann vielleicht, okay, ich würde sie gerne nochmal hören. Aber ich sag jetzt nicht, boah, ey. Du bist noch nicht die Marke, dass man sagt, für Shanti Noreen kommt, sofort die ganze Gegend jetzt vollkommt. Noch keine Marke, sondern einfach, man weiß, dass du gute Musik machst. Also die Leute, die mich kennen, die meine Musik kennen, die kommen gerne. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich immer wieder, wenn ich auch neue Leute mit Musik begeistern kannst. Okay, ja. Lampenfieber? Lampenfieber? No, gar nicht. Hast du Lampenfieber vor Konzerten? Bist du da aufgeregt? Ein bisschen. Oder? Also ist viel weniger als damals. Eigentlich viel weniger, aber bisschen ist immer da. Ich finde, das ist auch wichtig. Ja. Weil ich denke, wenn gar nichts mehr da ist, dann ist auch total die Gefahr, dass man selber langweilig ist. Mhm. Und vielleicht den Text vergisst, weil man einfach unkonzentriert wird und das möchte ich nicht. Ja. Also ich finde es immer eine Besonderheit, egal, wenn du hast ja gerade ein paar Mal gefragt wegen der Anzahl der Leute, ob es für mich, ob es jetzt für 5 Leute ist oder für 500, macht für mich keinen Unterschied. Mhm. Ja. Wirklich. Also von der Performance her. Gut, 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 gut. Wie ist das für mich? Lass mal überlegen. Also für 500 Leute habe ich schon gespielt, tatsächlich. Und es war easier als für 5 Leute, richtig. Für 5 Leute habe ich mehr geschwitzt als für 500 Leute. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja, ist normal. Das komisch, ist ja. Ich dachte, wäre andersrum, aber so ist es ja. Du siehst halt wirklich die Gesichter. Ja, richtig. Ja. Das ist direkt, die sind direkt da vor dir. Ja, ne? Ja, klar. Ja. Gott, wären wir so weit, dass wir wieder mal Musik spielen, oder? Gerne. Also zum Schluss hör mal ein Stück von der CD. Ja, aber jetzt erstmal mal Live-Auftritt und da ist die Shanti Noreen. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, bitte, Spazi. Der nächste Song, der ist auch super emotional und zwar hier meine EP, die heißt ja Looking Cute EP. Mhm. Die nenne ich aber auch manchmal Therapie-EP und da habe ich ganz viele Sachen verarbeitet, die damals so in der Kindheit passiert sind und dazu gehört jetzt auch... das wäre zum Beispiel der Song Alone, der wird jetzt heute nicht gespielt, aber den könnt ihr euch gerne mal anhören. Der nächste Song. Wie kann man sich da anhören? Auf Spotify
Da bist du oder bei diesen, iTunes, bei allen Streaming-Plattformen. Also bei allen denen, die Lieder vermarkten, aber kein Geld geben, bei denen bist du. YouTube auch. YouTube bist du auch. Also wonach suchen wir? Überall suchen wir. Noreen und dann Looking Cute EP eingeben. Noreen, Looking Cute EP oder Noreen Alone, Noreen Feel Free. Und dann findet man alles. Gut. Noreen mit 2 E. Genau. Und Feel Free ist so der letzte Song auf der EP. Und es ist so, nach den ganzen emotionalen Sachen, ist es so ein Break Free, also Feel Free. Gut. Also jetzt hören wir jetzt mal was. Alter, das heißt, alles hier ist sowas von persönlich. Mhm. Fühlst du dich danach richtig nackig, oder? Ja, genau. Apropos nackig, deswegen bin ich da auch nackt drauf da vorne, weil... Du bist ja nackt da drauf. Da ist nichts mehr... Das ist nackig, genau. Tatsächlich. Ja, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mache, aber das ist so, nachdem ich das ganze Emotionale ausgepackt habe, dachte ich, jo, jetzt habe ich nichts mehr zu verbergen. Ja, tatsächlich, da reden wir überall darüber, dass man, wenn man Musik macht und so emotional ist, dann man sich einfach nackig macht. Ja, total. Und nackiger als emotional nackig, als wenn du deine Seele zeigst. Yep. Ich meine, das andere, Körper zeigen ist ja nichts Besonderes, aber Seele zeigen, Alter, das ist wirklich was. Da, ja, das ist das Verletzliche. Das hat mir auch ganz lange Angst gemacht. Ja. Und wenn man das dann doch macht, dann gibt es auch nichts mehr zu verlieren. Dann denkt man, ja, komm. Ja. That's it. Gotcha. Ja gut, dann Shanti Noreen und Matthias Können spielen heute für uns ein Lied. Zweites Lied. Sag nochmal, wie das heißt. Feel Free. You down and don't believe them. You're not weird, it's called unique. You're lovable, kind and strong, beautiful, smart. You're the one here and now is exactly where you belong. Your tears will dry. You got a purpose in your life, made you grow so fast, and yet you don't know why. You gotta trust in yourself. Don't be shy, you can't reach the sky. If you hide, oh, believe me, there's a reason you survive. Every day you got a new shot. Woo! Blank canvas, get yourself some paint and do some art. New beginning, new season. And I believe each time I'm falling, suffering initiates a change. I'm growing, feeling brand new. My true color shining through. Yeah. No, this is not really a feeling I'm falling for. It made me realize what parts of me belong to my real self. Ooh, what's self-destructive nonsense? Ooh, yeah. Now I feel free, now I feel free. I can be me, I can be me, yeah. Now I feel free, now I feel free. I can be me, yeah. You mean a lot to me, I never let you down. And don't believe them, you're not weird. It's called unique, you're lovable, kind and strong. Beautiful, smart, you're the one. Here and now is exactly where you belong. Your tears will dry, you got a purpose in your life. Made you grow so fast, and yet you don't know why. You gotta trust in yourself. Don't be shy, you can't reach the sky if you hide. Now I live my life just the way that I want, and I don't care if I'm not pleasing you with this song. Sometimes I was flying as high as the sky, just to find myself almost crashing down to the ground. I won't lie, I wanna give you a hand to reach and ear to listen. My story to relate, yeah, I got an important mission. And so do you, you got a dream to achieve. Don't stop, go on and proceed, work up and believe, yeah.
Oh, believe me, there's a reason you survived. Every day you got a new shot. Woo! Then canvas, get yourself some paint and do some art. New beginning, new season. Now feel free, now feel free. I can be me, I can be me, yeah. Now feel free, now feel free. I can be me, yeah. Klasse, klasse, klasse. Kultura zum Quadrat. Danke, und mein Matthias. Gast Danke, ist ja. heute die Noreen. Noreen Shanti, Noreen. Yes. Und jetzt gucken wir mal. Ja, klasse. Also, wir hören natürlich, für die Leute, die jetzt gerade eingecheckt haben, wir hören Kultura zum Quadrat auf Bermudafunk 89,605,4. Mein Gast ist Shanti Noreen, heute immer wieder mal live und erzählt uns ihre Geschichte, wie sie es geschafft hat, aus Landau über Mannheim nach Hamburg zu gehen und dort eine R&B-Karriere zu starten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, nach einem Jahr hast du sogar geschafft, im Fernsehen aufzutreten. Wer schafft das? Wie schafft man sowas? Ja, also ich habe verschiedene Projekte, unter anderem Yalaroo. Das ist eine 10-köpfige Disco-Funk-Soul-Band aus Hamburg, bei der ich Mitglied bin. Wir sind 3 Frontsängerinnen, 3-köpfiger Bläsersatz. Auf jeden Fall war einer davon, der Bandmanager, auch einer der ersten, den ich da über Facebook tatsächlich kennengelernt habe. Und so haben wir uns formiert. Die Band wurde neu gegründet. Auf einmal gab es eine neue Saturday Night Show auf Hamburg 1 und wir wurden die Studioband. Geil. Und dann konnten wir jede Woche Musik machen, sogar in Corona-Zeiten, wo man sich tatsächlich nur beim Fernsehen zu so vielen treffen durfte, geschweige denn Musik machen durfte. 10 Leute. Krass, ja? Ja. Also Glück, Glück, Glück. Ja, ich weiß nicht. Kraft der Anziehung? Vielleicht. Ja. Law of Attraction. Ja. Who knows? Und wie war's im Fernsehen? War cool, hat richtig Spaß gemacht. Also es ist immer aufregend, so langsam kommt man natürlich rein und groovt sich ein, aber da hast du auch nur einen Take und dann ist er das, ne? Oder halt auch nicht. Ja. Dieser Auftritt, wo wurde das ausgestrahlt? Welchem Programm? Hamburg 1. Hamburg und TV Berlin. Und, krass. Samstagabend. Und wird es immer wieder passieren? Ja, ich denke schon. Ja, ich meine, das ist ja hochprofessionell. Ich kenne das schon mal so vom Theater. Das ist schon alles professionell. Nationaltheater hier in Mannheim und so. Ich kenne die Abläufe dort. Aber jetzt Fernsehen, das ist noch ein Stückchen höher. Weil das muss auf dem Punkt sitzen jetzt, sonst ist gestorben, oder? Oder ja. Kann man da immer wieder wiederholen? Ja, aber nicht bei uns. Also, wir haben den Take immer genommen. Also mussten wir auch irgendwie wegen der Zeit, da ist ja alles immer ganz knapp bemessen und da musste man das einfach abliefern. Und es war cool, es hat Spaß gemacht und sich dann zurecht machen und Maske und ach, das war schön. Also eine sehr sympathische Gästin hier bei Bermudafunk. Wenn ihr wissen wollt, wie es war, es gibt natürlich diesen Ausschnitt irgendwo auf YouTube, kann ich mir vorstellen, oder? Genau, also ihr könnt auch gerne auf meine YouTube-Seite, ihr könnt einfach eingeben Noreen, Feel Free zum Beispiel, da kommt schon das Video, oder den neuen Track Ahead of This Game, Noreen, und dann geht ihr auf meinen Channel und da seht ihr dann auch was von Yalaroo. Alter Schwede. Gottchen. Nicht schlecht. Haben wir hier Fernsehen überhaupt, Matthias, hier in der Gegend? Ja, oder? RNF, oder? RonTV gibt's hier über die Brücke. RonTV über die Brücke. Aha. Das wäre mal noch. Warst du da auch schon mal? Ja, da war ich mal drin gewesen, deswegen kenne ich das. Die habe ich allerdings 2 Tage vorher kennengelernt, es war aber sehr lustig und ich bin in eine Sendung aufgetreten und habe dann über meine 20er Gartenhaus, gar Gartenhaus, Gartenzaun-Konzerte berichtet. Richtig. Ich war scheiße aufgeregt, meine Fresse. Also man braucht natürlich den Matthias Köhnen zu Google, zu YouTuben, da findet man, ich habe es natürlich, stimmt, ich erinnere mich, ich habe dich irgendwann mal auch gecheckt, was alles über dich gibt. Und es gab es natürlich diesen bei so einem Tisch,
ein Gespräch mit jemandem und du hast darüber erzählt. Stimmt. Gut. Die sind cool da, ja. Cooler Laden. Matthias, wie du kanntest die Lieder nicht, was die Noreen gespielt hat. Wie war es ein Problem für dich, sich in diese Musik einzufühlen? Also zum einen habe ich Gott sei Dank viel Erfahrung mit Sängerinnen, langjährige Erfahrung, das ist sehr wichtig, weil es anders wie mit Instrumentalisten, mal ganz grundsätzlich. Und die CD habe ich und habe das immer wieder mal so gehört, mich eingehört. Ich kenne Noreen natürlich, Shanti Noreen, ich bin mir dran gewöhnt. Und hab mir das so zurechtgelegt, habe überlegt, wie geht denn das? Und jetzt in der Vorbereitung, auch auf das Konzert und heute, habe ich da noch ein paar Sheets bekommen, mir das zurechtgelegt, umarrangiert, wie ich das auf Akustikgitarren machen kann. Ne? Mhm. Aber das mache ich ja gerne, sowas. Das ist interessant. Ja. Ihr habt natürlich Matthias noch in Erinnerung, der war vor ein paar Wochen da. Wenn ihr es nicht habt, geht ruhig auch auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr alle unsere Sendungen nachverfolgen. Wer war? Matthias war schon zweimal hier bei mir in der Sendung. Zweimal mit Gitarre. Jetzt bist du zum dritten Mal wieder mit jemandem. Immer wieder mit anderen Leuten machst du Musik. Jetzt natürlich echt mit der wunderbaren Shanti Noreen. Warum Shanti? Also da gibt es natürlich eine ganz lange Story dazu, die kann ich jetzt hier nicht erzählen, aber die kurze Fassung, Noreen hat ganz viel für mich mit Schwere zu tun, mit viel Dunkelheit, wie man auch im Album hört. Und Shanti ist für mich bedeutet Licht und Frieden und deswegen behalte ich auch beide Namen, weil beides ein Teil von mir ist. Und ich nichts davon ablegen möchte, aber auch nicht akzeptiere, dass nur Dunkelheit und das Schwere ein Teil von mir ist, sondern ich möchte auch das Gute haben. Das, was folgt, wenn man das ganze Zeug bearbeitet hat. Das Lied, was wir heute später als letztes hören werden, ist das eher das Dunkle oder eher das Helle? Das ist das Helle. Das hätte ich vor 2 Jahren hätte ich dir noch gar nicht schreiben können. Da war ich noch gar nicht so in meiner Woman Power, würde ich mal sagen, weil der Song ist Woman Power pur. Ahead of this Game. Also das ist auch, ist entstanden mit Louis Baltes von 5 Sterne Deluxe, auch ein Landauer Junge, der nach Hamburg gezogen ist vor ein paar Jahren. Und der Song soll einfach beflügeln und auch den Frauen zeigen, hey, du darfst dich gut fühlen, du darfst in den Spiegel gucken und sagen, hey, heute finde ich mich richtig geil. Das trauen sich ja viele noch nicht mal zu denken. Dabei ist es ganz wichtig, dass Frauen selbstbewusster werden, weil das sind die Mütter, die nachher die Töchter und Söhne erziehen. Gut, den Eindruck hast du von Frauen. Ich hatte den Eindruck nicht von Frauen gehabt, aber ich dachte mal, Frauen sind immer glücklich. Immer? Schön, ja, das ist natürlich super, aber sieht manchmal dann doch ein bisschen anders aus. Ja. Gut, was die Frau in einer Frau sieht, das sieht ein Mann sicherlich nicht. Klar, weil du Frau kennst, weil du selber eine Frau bist, ja. Ja, die können viel maskieren, das habe ich auch schon gemerkt, dass die Frauen viel maskieren, also verstecken. Also so, dass sie nicht das Wahre zeigen, aber du zeigst jetzt schon das Wahre, die wahre Shanti Noreen. Yes. Oder lächelst du nur, weil wir hier vor Kamera sind? Nein, du fühlst dich schon wohl. Ich fühle mich wohl. Ja. Ah ja, klar. Wenn es um Musik geht. Ja, du hast es vorher gesagt. Komm, du hast vorher gesagt, klar, die Frauen sollen sich leicht fühlen, die sollen wirklich. Ja, es ist natürlich auch wichtig, das Dunkle auszuleben. Ne? Wenn man sich nicht gut fühlt, dann sollte man auch das Recht haben, das zu zeigen. Ja, Mann. Ja. Gott, oh Gott. Wird man dich jetzt öfters mal im Fernsehen noch sehen? Ja, ich denke schon. Ja, das passiert immer wieder dort, ja? Also da in diesem bei Fernseh Hamburg und sowas? Also wir haben das jetzt von Juni bis Dezember gehabt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch eine Fortsetzung gibt. Also nochmal, dass ich das richtig verstehe. Von Juni bis Dezember, jede Woche. Jede Woche einmal Auftritt? Ja. Gut. Und das war so zwischendurch in einer Sendung, war das nicht über... Nee, wir waren Studioband. Wir waren immer da von Anfang bis Ende für Werbejingles und für einen ganzen eigenen Song. Also, wir haben uns da durchgezogen, sagen wir es mal. Ja, das ist cool. Aber es gibt, also wenn das wieder der Fall sein sollte, also auf meiner Webpage, da die halte ich immer auf dem Laufenden, also www.noreen-music.com, da schreibe ich auf jeden Fall über Neuigkeiten. Da bin ich ja ganz neugierig, was uns für Neuigkeiten erwarten.
Gibt es da schon eine Richtung, wo du denkst, das könnte jetzt bald passieren? Neue Songs. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder genug Songs für eine frische EP, aber die muss ich auch erstmal aufnehmen. Wenn du jetzt mal Konzert machen würdest, jetzt von wie viel Lieder hast du denn, die jetzt singen kannst? Sind das alles deine eigenen Lieder? Ja. Coverst du noch was? Oder ja. Auch noch? Ja, also ich cover am meisten, aber noch. Mein. Immer weniger. Noch, genau. Aber mein Baby ist natürlich, sind meine eigenen Songs, ja, ganz klar. Irgendwann mal gibt es nur eigene Songs. Ja, hopefully. Und wie schön. Und wie lange dauert so ein Konzert von dir? Momentan, das, was fertig ist, ist eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und wenn die zweite EP fertig ist, dann sind wir bei anderthalb. Sehr gut. Und das ist eigentlich... Fleißig. Volles Konzert, ja. Gott. Hast du immer einen Notizblock in der Tasche, falls du eine gute Idee hast? Oder wie machst du es? Handy. Da kannst du schreiben, wirklich? Ich nehme dann ganz schnell irgendwas auf. Auch wenn es krumm und schief klingt, aber Hauptsache die Idee ist drauf. Aha, gut. Und Texten? Die schreibst du dann nicht? Schreibe ich dann kurz, vielleicht mal. Aber auch im Handy? Eigentlich, ja, aber normalerweise setze ich mich dann schon hin und lass mich da ein auf das Gefühl. Ich habe meistens einen Notizblock dabei. Und, das ist auch gut, ja. Wenn mir eine Idee kommt, dann schreibe ich sie natürlich auch. Manchmal sprudelt es wirklich klasse. Ja. Da sagst du, Alter, ich habe ein ganzes Lied. Und weißt du, bei mir ist es nämlich so, dass meine Texte richtig, richtig viel, richtig lang sind. Das sind... Cool, ich zeig dir mal. Das sind zum Beispiel meine Texte. Oh, wow. Das ist richtig viel Text. Was hast du für Lied? Und ich dachte, ich habe viel Text. Das wird mir dauernd gesagt. Genau. Mir wird dauernd gesagt, ich habe viel zu viel Text. Ne? Also das ist ganze A4-Seite, ja, zwei Blöcke. Wow. Vollgeschrieben, ja. Das sind so meine Texte, ja. Krass, oder? Ja, voll. Ja. Ja, das cool. Ist gut, weil bei meiner Musik ist es so, dass ich mich eher auf die Texte konzentriere, auf den Inhalt und du natürlich Inhalt, aber vor allem diese Ausdrucksweise, musikalische Ausdrucksweise. Oh, Text, hast du vor? Ist ganz wichtig, ja. Hast du vor, auch mal auf Deutsch zu spielen? Noch nicht. Ich kann es mir vorstellen irgendwann, aber noch nicht. Du hast mal angesprochen, Tic-Tac-Toe waren deine Musik, die du am Anfang als neugierige Kind gehört hast. Ja. Ich war mal irgendwann mal in Kölner Zoo und da, wer hat mir die Karten verkauft? Im Kartenhäuschen von Kölner Zoo war die Jessie, hieß sie. Ach, also, was? Die mit den dünnen Löckchen, wie hieß sie nochmal? Lee, ja, genau. Sie hat gesagt, so irgendwann mal habe ich mal aber so einen Podcast gehört. Die hat gesagt, 10 Jahre nach dem ganzen Abschluss, 10 Jahre hat sie noch von dem Geld gelebt. Wahnsinn. Und dann irgendwann mal dachte sie, okay, jetzt gehe ich mal arbeiten. So, Kölner Zoo. Man kann sie vermutlich immer noch im Kölner Zoo am Kiosk da am Kartenverkauf. Ja. Ja, warum nicht? Ah, die waren Hammer. Ja, natürlich. Hammer. Ich habe immer gehofft, die fangen wieder an. Mm. Und das gab es so, vor Corona gab es so Munkel, dass sie wieder mal irgendwo Studio sind. Aber Gottchen. Davon bist du noch ganz weit entfernt, neu zu beginnen, weil du gerade am Start bist. Yes. Ja, Hamburg. In Hamburg hast du viele Möglichkeiten, zu Konzerte zu machen? Ja, gerade? Ja, sind schon ein paar. Es gibt schon ein paar Locations. Natürlich schwierig, 2G plus und, ne? Aber Möglichkeiten gibt's und gibt's das läufst du danach mit dem Hut durch die Gegend oder wird also eigentlich nicht, aber momentan schon. Ja. Also nicht immer, wenn es kommt drauf an. Aber es ist definitiv gang und gäbe, gerade jetzt mit dem Hut rumzulaufen. Das ist leider das Normalste überhaupt. Also Matthias hat auch vorletzt erzählt, dass er Straßenmusik gemacht hat. Hast du sowas auch mal gemacht? Ja, habe ich auch ein paar Mal probiert. Ja. Und? Spaß gemacht. Wirklich Spaß? Ich habe Schiss davor. Ja, nee, warum? Ich denke mir, wenn ich anfange zu spielen und keiner hört mir richtig zu oder alle, ey, was willst du denn hier? So, weißt du, so, vor sowas habe ich Angst, dass die Leute mich da irgendwie ausbuhen. Nee, die laufen dann einfach weiter. Hm. Also ich meine, wenn die uninteressiert sind, dann ignorieren sie einen. Kattergott. Aber das ist ja auch okay. Wo hast du es gemacht? Tatsächlich in Scharbeutz. Einmal im Winter haben wir so ein Winterkonzert gegeben. Das war cool. Ah, du warst ja nicht alleine. Du hast ja noch Leute dabei gehabt. Ja, ein Gitarrist. Adam Brixton. Mhm. Und dann, genau, waren wir, glaube ich, auch noch irgendwo in Hamburg gestanden. Weiß ich gerade gar nicht mehr wo. Aber ja, Spaß gemacht. Ja, ein Freund von mir, der hat das mal in Speyer gemacht und er meinte, das meiste Geld
ist gekommen, wenn die Beatles gecovert haben. Ah. Da plötzlich blieben alle stehen und dann gab es immer Geld. Also Beatles covern würde ich euch mal empfehlen, wenn es um Geld geht. Ansonsten kann man finde ich nie richtig gut. Ja, dann sind wir langsam am Ende. Und ich habe mich total gefreut, dich hier so neben mir zu haben und deine Geschichte zu hören. Und dein Gesang zu genießen. Ja. Jetzt werden wir aber ein Stück von der CD hören. Was ist das denn? Oh, das ist der neueste. Meinst du von der CD oder meinst du den neuesten Track? Das was wir hören der neueste werden. Ahead of this Game? Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Siehst du, ich bin sowas durcheinander, das glaubst keiner mehr. Also Ahead of this Game, dazu gibt es ein Video, der ist nicht auf der CD. Ah. Aber der ist auch ganz neu. Ja. Wie hast du es aufgenommen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir... Mit Louis, online. Das war so ein echt... das war auch eine krasse Sache. Den haben wir zusammen produziert und aufgenommen online. Mhm. Normalerweise mag ich das total gerne, wenn man in einem Raum ist, aber wegen Corona muss man da jetzt halt ein bisschen kreativ werden. Und dann habe ich selber die Spuren aufgenommen und habe mir das geschickt und ja, ist zusammen online entstanden. Ja, gut, man denkt sich Spuren aufgenommen, damit ist gemeint? Die Gesangslinien. Und dazu gibt es bestimmte Programme, die das untereinander anordnen und man kann gleichzeitig, sagen wir mal, eine Basslinie hören, dann aufnehmen gleich dazu die Gesangslinie oder die Gitarrenlinie und dann spielen die nebeneinander richtig ab. Genau. Welche Programme benutzt du dazu? Also ich habe Ableton Live Lite verwendet. Aha. Das kostet viel Geld, oder? Nee, das ist Lite. Da kann ich nur 8, also das ist die Lite-Version. Mhm. Ich bin ja kein Produzent in dem Sinne, aber vielleicht werde ich mir irgendwann mal das Richtige holen. Und ja. Also sind die Programme, die kosten meistens viel Geld, obwohl müssen nicht, weil ich benutze ein Programm, was eigentlich komplett kostenlos ist und kann alles und heißt Reaper. Falls ihr Reaper sucht, will ich euch nur empfehlen, weil es kostenlos ist und kann alles. Also gut, jetzt sind wir soweit okay. Und da spielen wir mal jetzt mal das Live-Stück. Damit will ich mich mal von euch verabschieden. So clean, so fresh, so drip. Mirror, mirror on the wall, I'm hot as shit. Won't you tell them all? Spilling sauce on y'all, I'm spicy. So cool, so chill, so icy. Mirror, mirror on the ceiling, still looking good. Even when I'm sleeping. Don't stress, no. I'm so fresh. Yeah, I will never be tamed. Holding back, no. I'm so bad. Yeah, I'm ahead of this game. Never stress. Always fresh, yeah. I can never be tamed. Holding back, no. So bad. I'm ahead of this game. I'm ahead of this game. I can see you in the front row seat. The way you lay your eyes on me. I'ma take you to the VIP, make it bounce all night. All drinks on me, sweat dripping on a summer's night. So clean, so fresh, so tight. Mirror, mirror on the floor, baby, say my name. Make me scream for more. Don't stress, no. I'm so fresh. Yeah, I will never be tamed. Holding back, no. I'm so bad. Yeah, I'm ahead of this game. Never stress. Always fresh, yeah. I can never be tamed. Holding back, no. So bad. I'm ahead of this game. I'm ahead, I'm ahead, I'm ahead, I'm ahead of this game. I'm ahead, I'm ahead, I'm ahead, I'm ahead of this game. Don't stress, no. I'm so fresh, yeah. I will never be tamed. Never be tamed, holding back, no. So bad, I'm ahead of this game.
Sehr schön. Ja. Toll. Klasse. Danke euch, Matthias. Jail, cool. Ich danke dir, das hast du super gemacht. Ja. Aber ich finde, ich verstehe das Konzept, ist ein bisschen, ist alles mehr Show, aber man erfährt mehr. Das ist interessant. Ja, ich fand es sehr gut. Ja.